Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Wollt wir im Überlebensmodus. Ich habe hier so ein bisschen was angerichtet und zwar einfach nur ein paar Betten gebaut, meine Klamotten weggelegt und wir haben Siedler. Jetzt kann ich herausfinden, welche Taste richtig ist. Aber ich glaube, die haben irgendwas gesagt. Hallo. Wenn der Nebel uns nicht holt, holen uns die Stürme. Ich dachte, ich stelle mich mal vor. Soll ich an was Bestimmten arbeiten? Brauchst du was? Brauchst du was? Nee, mir fällt nichts ein. Hier läuft alles ganz gut. Aber man kann die Siedler jetzt allgemein ansprechen und fragen, was los ist. Ah. Okay, Siedler nach Sanctuary Hills. Versorgungsroute zu weisen, ja, bitte. Okay, jetzt haben wir eine Versorgungsroute. Läuft das schon hier? Scheint nicht so. Hey, Dude, Versorgungsroute. Zieh los. Mach mir eine Versorgungsroute. Naja, gut, der soll jetzt mal pennen. Wir gucken mal, ob wir schon unsere. Ja, wir müssen sowieso schlafen. So, erstmal aussteigen und schlafen gehen. 10 Stunden, das ist mein ganz normaler Rhythmus am Wochenende. So darf man schlafen. Und dann werden wir auf jeden Fall versuchen, ja, meine Waffen mal ein bisschen aufzurüsten. Uns geht der Whisky aus. Wir sollten uns bald neuen besorgen. Ich bin krank. Alter! Egal. Hilfsmittel. Aufbereitetes Wasser 12. Wo ist der Rest? Ich dachte, ich bin in Verbindung mit den anderen jetzt. Bullshit. Naja. Was ist Digga. los? Ja, nein, aus dem Weg. Alter. Hast du aufgehört? Ich schwör's dir, ey. Noch nicht. Warte erst mal hier. Gut. Ah, er ist rausgegangen. Kannst Nette mit Ausstattung. Werkbänken umgehen, Sowas hätte ich was? in der Agentur auch gerne. Also, Schalldämpfer habe ich. Dezemberkind. Ah, ja, wir sind jetzt verbunden. Dezember kennt auf jeden Fall einen Schalldämpfer. Geht's los? Brauchen wir ein Zielvisier? Aber wahrscheinlich, ne? Was haben wir? Ja, das reicht aus. Standardmagazin. Aluminium, war ja klar. Uns fehlt ganz viel Aluminium. Können wir irgendwo noch den Schaden verbessern? Aluminium. Das größte Problem auf der Welt ist Aluminium bei uns. Mal gucken, ob wir hier irgendwo was finden. Stahl. Wie viel Aluminium, Mann? Gib mir doch ein bisschen Aluminium. Ach Gott, die kann ich nicht auseinandernehmen. Wäre auch ein bisschen schlecht, wenn ich das tun würde. Stoff. Ups. Ich wollte eigentlich nur den Müll auf dem Tisch, aber gut. Nehmen wir gleich alles mit. Aluminium. Bam. Stahl. Stahl. Ups. Ach, das ist Essen. Aluminiumdose. Viel zu wenig Aluminium hast du hier, Dude. Ich aber gar nicht. Das Bett lasse ich dir. Okay, wenn wir etwas brauchen, dann ist es Aluminium. Wir suchen jetzt verstärkt nach Aluminium. Kann doch gar nicht sein, dass wir so wenig Aluminium bekommen. Ja gut, ich habe deine Bude auch ein bisschen aufgeräumt, ne? Darf man ja. Holz. Es bringt mich alles nicht weiter, ne? Die Bäume kann ich nicht wegnehmen. Oh
Okay. Was wir dennoch machen könnten ist, mal überarbeiten, was wir überhaupt suchen. So. Erstmal Antibiotika. Verdammt, hier zuerst Wasser reinziehen sollen, ne? Und die war richtig rum. So, wir haben ein Level up, woher auch immer. Ich weiß es nicht. Ach so. Hat man das nicht schon geskillt? Jetzt, wo wir verbunden sind mit der anderen Stadt. Elf aufbereitetes Wasser? Wir sind nicht verbunden. Wir sind nur mit den Ressourcen wahrscheinlich verbunden. Tolle Wurst. Naja, gut. Machen wir uns auf die große Suche nach Aluminium, damit wir unsere Waffen verbessern können. Hör auf zu singen. So, machen wir das. Diverses untersuchen. Nein, Schrott. Das war sortieren. Hier habe ich noch mal nach irgendwas gesucht. No more will I play the White Rover. Ja, da, die Rüstung müssen wir auch noch abnehmen. Die andere Rüstung habe ich bei mir in die Truhe gepackt, hier rein. Die hole ich dann später ab. Falls wir noch eine andere Rüstung finden, können wir ihm die wenigstens geben. So. Wir suchen keine Schrauben mehr. Aluminium suchen. Ach, verdammt. Ich sage mir immer wieder, dass ich mich mal zur Ruhe setzen sollte. So, Aluminium suchen wir noch. Den Absprung habe ich wohl verpasst. Hier haben wir sonst nichts mehr außer Aluminium, ne? Holz suchen wir auch nicht mehr. Das ist okay, was wir hier suchen. Okay. Lassen wir das so stehen. Was wir dringend brauchen, ist Aluminium. Geht's los? Du kommst nicht mit! Hör auf zu fragen. Okay, uns geht's wieder gut. Perfekt. Du. Aufgepasst. Wie läuft's mit der Jagd nach Eddies Bändern? Wir können ihm die Rüstung nicht ausziehen. Ich bin noch auf der Suche. Lass mich einfach. Klar. Aufgepasst. Was sind Dimas Erinnerungen gefunden? Ich habe noch nichts. Wirklich? Mhm. Aufgepasst. Ich würde dir. Was sind Dimas Erinnerungen gefunden? Willst du das wirklich wissen? Willst du das wirklich wissen, Nick? Ja. Ich muss zugeben, dass Dima recht haben könnte. Dass ich mich nicht an ihn erinnere, ist beunruhigend. Aber ich muss die Wahrheit erfahren. Hör dir dieses Holoband an, Nick. Das sind Daten, die wir aus Dimas Speicherbänken haben. In Ordnung. Das wird nicht lange dauern. Oh Gott. Dima hat mir wirklich bei der Flucht aus dem Institut geholfen? Ich wurde nicht einfach nur weggeworfen. Ich war wahrscheinlich noch von einem der Experimente benebelt. Hab ich ihn wirklich angegriffen? Hat er mich wirklich zusammengeschlagen und zum Sterben zurückgelassen? Verdammt. Warum erinnere ich mich nicht? Eddie, oh. Alles in Ordnung? Sieht es für dich etwa so aus? Tut mir leid. Ich wollte Beweise für Dimas und meine gemeinsame Geschichte. Jetzt muss ich rausfinden, was ich damit anfange. Soll ich ihm meine Chance geben? Versuchen, ihn als Bruder anzunehmen? Vielleicht ist er der einzige andere Synth-Prototyp. Dima gehört nicht zur Familie. Gib Dima eine Chance. Deine Entscheidung. Ja, seine Entscheidung, ne? Du kennst die Antwort wohl schon, Nick. Ich muss dir das nicht sagen.
Beim nächsten Mal in Arcadia bin ich ein bisschen netter zu dem alten Synth. Verlorene Zeit wieder aufholen. Ach ja, danke. Ohne dich würde ich die Wahrheit nicht kennen. Bitteschön. So, Valentine hat es geliebt. Perfekt. Gut, gehen wir mal auf unsere Aufgaben. Melde dich wieder bei Kazumi. Ketzer, sprich mit Fanatikern. Ja gut. Hilf dem Großfanatiker. Kehre zur Seefahrerin zurück, die ein Synth ist. Ich weiß es. Sie kann mich nicht mehr täuschen. Ich habe es am Anfang gesagt und ich weiß es jetzt immer noch. Sie muss ein Synth sein. Über ein anderes kann es nicht sein. Sie weiß es nur nicht. Sie weiß nur nicht, dass sie ein Synth ist. Das ist das Ding. Sie glaubt immer noch, dass sie diese Krankheit hat. Sie glaubt immer noch, dass sie weg muss. Das muss es sein. Wo ist eigentlich die Flut? Oder ist das hier die Flut? Weil beim letzten Mal war das gar nicht so mal so hoch. Oder doch? Heutzutage verlassen sich zu viele Leute auf Gewalt als Problemlösung. Aufgepasst! Dann siehst du, wozu das führt. Hey, Valentine! Möchtest du über etwas reden? Oh. Du musst aus deiner Powerrüstung raus. Na klar doch. Zack, hat er einen Hut auf. So. Fusionskern nehmen wir mit. Ich habe natürlich auch hier meinen Jetpack wieder rangebastelt, sodass ich fliegen kann. Das heißt, ich bin jetzt glücklich, ihr seid glücklich, alle sind glücklich, außer dass wir Aluminium brauchen. Und ich den Brotkasten mit, den ich nicht brauche. Diese scheiß Sucht, alles einzusammeln, ne? Kondensierter Nebel. Krass. Was auch immer das bringt. Vielleicht können wir ihn mal analysieren. Lass dich von der Insel nicht überrumpeln. Stahl und Öl? Kauf meine Waffen. Der Köderladen hat alles, was du brauchst. Unterschätzt diese Fallensteller bei der Azalea nicht. Doch, das ist doch ihre Stimme. Die MS Azalea ist bereit. Ich schicke einen Arbeitstrupp rüber. Also, ich habe außerdem Doc niemandem von meinem Leiden erzählt. Wenn dein Angebot noch gilt, könnte ich einen Rat gebrauchen. Ich hab dran gedacht zu verschwinden, wenn der Rum fertig ist. Mitten in der Nacht. Aber so sehr mich diese undankbaren Typen auch in den Wahnsinn treiben... Meine Güte. Ich weiß gar nicht, warum ich dir das alles überhaupt erzählt habe. Deine Freunde würden dir helfen wollen, noch etwas Zeit mit dir verbringen. Du kennst meine Freunde nicht. Du warst mir eine Hilfe. Das werde ich nicht vergessen. Und jetzt geh. Ich muss arbeiten. Seefahrerin? Du hast die ganzen Fallensteller mit links erledigt. Ha. Alter kleiner Synth, du. Okay, das hätten wir beseitigt. Was haben wir noch? Sprich mit Teddy Wright. Was haben wir hier? Finde die Ladung der Marinekampfrüstung. Das könnte interessant werden. Oh. Drei Stellen? Das ist interessant, ne? Wir gehen zuerst zu dem hier. Und dann arbeiten wir uns voran. Wenn wir zufällig einen Ort finden, gehen wir einfach rein. Und ich brauche Aluminium. Aluminiumdosen brauche ich ganz dringend, ne? Das wäre das 9 Plus Ultra. Ich habe natürlich ihm alle Sachen abgenommen. Deswegen der Gute jetzt höchstwahrscheinlich keine Waffe hat, um sich zu wehren. Naja, der wird schon eine finden, ne? Er findet immer etwas. Ne, cool. Versuche jetzt wirklich nur das mitzunehmen, was ich brauche. Aluminium. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn ich übelst voll bin, dann habe ich mein Aluminium zusammen. Tassen. Ich glaube, das war Aluminium. Aber da war auch keine Lupe dran. Nee, das war Plastik. Jetzt habe ich Aluminium mit Plastik verwechselt, ey. Aber den Basketball nehme ich gerne mit.
Wo kann man denn alles Aluminium finden? Aluminium ist eigentlich ein Rohstoff, der gerne mal überall verwendet wird, oder nicht? Ich könnte ein ganzes Auto auseinandernehmen. Aber wir haben ja gemerkt, dass selbst da ist kein Aluminium drin. Vielleicht im U-Boot. Vielleicht einfach das ganze U-Boot auseinanderbauen. Ja, ja, das klingt gut. Aber ich werde wohl meine Powerrüstung ausziehen, wenn wir dahin schwimmen. Das ist es mir, glaube ich, nicht wert, eine halbe Stunde lang dahin zu laufen. Um nur festzustellen, dass das U-Boot im Wasser in der Luft ist. In der Luft? Im Wasser über mir schwebt. Aber schweben tut man doch nur im Wasser. Schwimmt. Ah, ich dachte, ich wäre schon da. Gewesen. Ich hab kurz überlegt, was das war. Oh Gott, so viele Eier. Bleib mir weg. Ah, da ist ein Werkzeugkasten. Ich will nur den Werkzeugkasten. Lass mich in Ruhe, Eier. Wie schön. Kleber nehme ich gerne. Jetzt schnell weg, bevor hier irgendwas schlüpft. Oh, steh mir doch nicht im Weg, Dude. Jetzt hast du ein Problem. Komm doch nicht weg. Bleib stehen. Ich hab dich nicht umsonst angeschossen. Leuchtender Angler, Alter. Ist auch nicht. Okay. Oh, die Radioaktivität. Aber immer noch besser als durchzulaufen, ne? An deiner Stelle würde ich davon nichts schlucken. Du, ich hab doch schon so viel davon geschluckt. Ich hab Hunger ohne Ende. Ja, gut. Dann essen wir halt was. Ups. Na gut. Habe ich halt Schadensresistenz jetzt 30 Minuten lang. 60 Minuten sogar. Shit, ich hab's zu spät gesehen. Hätte man natürlich in anderen Augenblicken gebrauchen können. Alter, wo müssen wir denn da hin? Ein Delfin. Aha. Ach, so ist das. Ah, wir finden die Teile davon. Kann man sehen, wie die aussehen? Werde ich anbringen, wenn wir wissen, wie es aussieht. Falls ich den Rückweg überlebe. Eigentlich wäre es logischer, zum Arzt zu gehen. Billiger auf jeden Fall. Aber ich befürchte, ohne überleben wir es nicht. Was zum Teufel hat mir gerade so viel Leben abgezogen?
War das das Red? Mir geht's gar nicht gut, ey. Tatsächlich, wenn ich Red Away nehme, dann geht's mir nicht so gut. Krass. Ich könnte mich dabei selbst töten. Müsst ihr euch mal reinziehen durch Red Away. Okay, jetzt muss ich erstmal mein Leben regenerieren, sonst sterbe ich. Natürlich, ich bin durstig. Hungrig? Was macht mich denn so hungrig? Ist das echt das Red Away? Ist ja crazy. Mir ging es gerade so gut. Ach Gott, dann halt nicht. Ja, als ich mir das Red Away reingezogen habe, stand da bloß Ermüdung. Also irgendwo war das nicht so nice. Wie meine Welt einfach mal wieder scheiße aussehen. Ich fasse es nicht. Naja, ich muss mir das Red Away erstmal zu Ende reinziehen. Und dann können wir das gleich nochmal machen. Das heißt, wir schwimmen wieder ein bisschen, werden verseucht ohne Ende. Nur für eine Rüstung, die höchstwahrscheinlich scheiße aussieht. Ich könnte natürlich auch mit der Power-Rüstung reingehen, aber es würde länger dauern. Wäre dann aber nicht so schädlich. Für meine Power-Rüstung höchstwahrscheinlich schon, aber nicht für mich. Naja. Lassen wir uns erstmal überraschen, was da hinten auf uns zukommt. Wir sind wieder fast aufgeladen. Das heißt, wir essen etwas. Und trinken etwas. Ja, bin ich halt noch ein bisschen durstig, ist doch egal. Hauptsache, wir kriegen die Rüstung zusammen. Sterben auf jeden Fall nicht auf dem Weg. Hier zu sterben ist richtig ekelhaft. Einfach weil du nicht mehr zurückkommst. Nicht so schnell jedenfalls. Sonst würde ich sagen, ja, YOLO, lass mal schnell reisen. Aber es geht ja nicht. Wir müssen jetzt mitten in der Insel sein, ne? Genau, am Teich. Wir müssen, holy shit, da bis ganz nach hinten hin. Zum Schrein der Kinder des Atoms zurück. Sollte nicht lang dauern. Die Erfahrung nehme ich gerne mit und das Essen auch. Ich weiß zwar nicht, wie ich da noch Fleisch rausholen kann, aber hey. Man kann auch grüne Grütze essen. Kennen wir ja schon von der pinken Grütze. Ach, ich weiß, wo wir sind. Wir sind bei den grünen Pools. Oder? Nee, das ist ein anderer Ort. Yep, das ist ein anderer Ort. Dein Begräbnis. Oh, oh. Die Luft ist rein, denke ich. Natürliche Rüstung. Naja, man muss dazu sagen, woher sollen die auch eine Waffe herkriegen? Wobei beim letzten Mal, beim ersten Mal haben wir da ja noch ein richtig geiles Messer bekommen, was wir nie eingesetzt haben, was ich immer einsetzen wollte. Und irgendwann in der 70. Folge, das heißt 70 Folgen später, habe ich festgestellt, das Messer ist kacke, weil ich es eingesetzt habe. Das war noch Zeiten, wa? Dein Pip-Boy hört sich wenig begeistert an. Wie wär's, wenn wir von hier verschwinden? Im Pippo ist das egal, ich höre gar nichts. Und ich sehe auch keine Gegner. Das heißt, wir waren hier doch schon mal. Aber ich wäre schon gerne irgendwie auf der Jagd nach Aluminium. Glühbirne. Ja, das haben wir schon mal aufgemacht. Na gut, lass uns weiter. Das war nur die Ecke, wo wir noch nicht waren. Deswegen haben da noch Ghule gelebt. Und ein Legendärer, was ich cool finde. Ja, ich erinnere mich. Als wäre es gestern gewesen. Hier bin ich schon mal lang gelaufen. Oh, das Auto ist doch bestimmt voll Aluminium. Ich will das Aluminium. Warum kann man keine Autos auseinandernehmen? Ich kann Rüstung zusammenbasteln wie sonst was, weißt du? Aber Autos auseinandernehmen? Nee, dann lasse ich lieber die Finger von. Was wir da alles rausholen könnten. Oh. Aluminium?
Aluminiumdose. Sehr schön. Immerhin ein bisschen was. Nichts für uns. Schade. Stimmt, da war ja was. Kommen wir nicht. Oh doch, wir kommen rüber. Wer hätte gedacht, dass es auf der Welt, auf der Fallout-Welt so wenig Aluminium gibt? Das ist ja das teuerste auf der Welt für mich quasi. Weil ich meine, wenn wir gebaut haben, hat uns auch immer wieder Aluminium gefehlt. Händler. Oh, bei den Händlern können wir 25er Stacks kaufen, ne? Wenn wir einen Händler finden, werden wir ihn fragen. Das könnte unsere Rettung sein. Was ist das für ein Wetter? Die Sonne scheint. Ah, wir sind wieder bei der Statue. Okay, ich weiß, wo wir sind. Holy shit. Was ist mit dem Wetter nicht in Ordnung? Warum scheint die Sonne? Die habe ich hier noch gar nicht gesehen. Mir wurde gesagt, dass meine Detektei-Valentine-Schilder grauenhaft aussehen. Aber sie sind echt gut fürs Geschäft. Tja, was scheiße aussieht, macht bestimmt auch viel Aufmerksamkeit, ne? Gut, Freunde, ich würde sagen, morgen holen wir uns die anderen beiden Rüstungsteile, denn die liegen ja fast nebeneinander. Ja. Und, oh, Dimas Arsenal. Dann sehen wir uns auf dem Weg da hoch wieder. Haut rein, euer Zero und Tschüss.